Thomas Wagner, Sie sind Vermarktungschef von 7-1 Entertainment. Ich betone Entertainment. Denn ProSieben Sat.1 macht in letzter Zeit von sich reden, dass Linda Zavakis zu ProSieben Sat.1 geht oder schon gegangen ist, dass sie eine Newsredaktion aufbauen. Wie viel Entertainment steckt eigentlich noch in ProSieben Sat.1? Ja, natürlich stehen wir für Big Entertainment, aber wir stehen natürlich auch für Infotainment, wir stehen für Sport, wir stehen für gesellschaftliche Haltung. Und ich glaube, das hat ProSieben auch sehr schön in letzter Zeit bewiesen. Denken Sie an Joko und Klaas, die berühmten 15 Minuten, aus denen dann 7 Stunden wurde, wo tatsächlich Haltung gezeigt wurde, auch mit tollen Medienpartnern, die sich das zunutze gemacht haben. Und von der Seite her, das zeigt eigentlich auch die Vielfalt und die Qualität, die im Privatfernsehen steckt. Und da machen wir natürlich weiter mit viel Begeisterung, viel Engagement und vor allen Dingen mit viel Programminvestment. Und mit welchem programmlichen Highlight können wir rechnen? Das geht von den Programmfarben von Big Entertainment über Infotainment, über Nachrichten, über Sport. Ich denke nur jetzt, wir haben die Bundesliga auch erstmalig wieder im Privatfernsehen, was mich wahnsinnig freut. Also Sie können im Rahmen von Screenforce mit viel Programm, Innovationen und neuen Produkten rechnen und da freuen wir uns auch, Ihnen das in großer Breite präsentieren zu dürfen. Das klingt programmlich und von Inhalten her super spannend. Klar ist aber auch, dass Google, Facebook etc. in den Startlöchern ist und gerade was die Werbewirksamkeit und die Messung angeht, da starke Konkurrenz sind und dass auch Werbegelder immer digitaler werden. Haben Sie auch da eine Antwort für? Ich bin der festen Überzeugung, TV wird uns noch viele, viele Jahre begleiten und ist zwingend notwendig, wenn es um das Thema Markenaufbau geht oder auch um die Aufladung von Marken, was das Thema Geschwindigkeit und was das Thema letztendlich Wirkung betrifft. Aber natürlich, ganz klar, TV wird ja auch digitaler und da bemühen wir uns ja in vielerlei Hinsicht auch schon seit geraumer Zeit und TV wird digitaler in puncto Targeting, in puncto Buchung und auch im Reporting. Und wir haben zum Beispiel 3 große Initiativen. Sie kennen ja unsere Cross-Device-Bridge, wo wir eben versuchen, über eine Haushalts-ID alle vernetzten Geräte in dem Haushalt zu erfassen und natürlich auch zu bespielen. Und so können wir zum Beispiel sehr schön erkennen, ob jemand beim linearen Ausspielung einen TV-Spot gesehen hat und das dann die Geschichte anders weitererzählen auf den digitalen Ausspielungsmöglichkeiten, also ein iPad oder ein iPhone oder was auch immer das Device ist. Oder wir können das eben entsprechend auch begrenzen. Oder wenn jemand linear den Spot nicht gesehen hat, dann können wir eben versuchen, digital entsprechendes Advertising zu zeigen. Also von der Seite, da ist viel drin. Dann arbeiten wir natürlich an dem Thema stärkere Videoqualität im Vergleich zu TV und da ist unser großes Wort C-Flight, wo wir eben versuchen, quasi die Qualität von Video, was das Thema Zielgruppe und was das Thema volle Sichtbarkeit, also 100% gesehen betrifft, auf den Standard von TV zu heben. Mit C-Flight starten wir ab Juli, gehen wir in den Markt und last but not least arbeiten wir natürlich sehr stark an dem Thema Targeting und bereiten uns da auch auf die cookiefreie Zeit vor und arbeiten sehr stark mit unseren Registrierungsdaten über 7Pass. Das ist unser Registrierungstool für alle unsere Angebote hinsichtlich Inhalte und sonstiger Angebotsformen im Konzern und sammeln da First-Party-Data, die dann auch die Usability von Targeting-Qualität erhöhen. Nun kommen die anderen auch mit tollen Werbewirkungstools um die Ecke. Was ist an Ihrem Werbewirkungstool besser als an den anderen? Beim Thema Werbewirkung arbeiten wir sowieso im Rahmen von Initiativen. Und ich bin da der festen Überzeugung, das muss auch über die Joint Industry Committees gesteuert und in deren Hand liegen, weil letztendlich ist es auch Vertrauen und Transparenz. Also das ist das Thema, glaube ich, wo man schon den Fokus drauf richten muss und sagen, okay, das ist eine Aufgabe für die Chicks. Was wir versuchen, ist im ersten Schritt jetzt auch Video- und TV-Spots vergleichbar zu machen, wie ich es vorhin sagte, mit C-Flight. Das ist ganz wichtig, dass wir ihm sagen, okay, ich habe die gleiche Qualität, Zielgruppe, voll gesehen und letztendlich dann auch auswertbar gemeinsam über ein Reporting-Tool. Und das ist, glaube ich, schon ein wesentlicher Schritt. Da sind wir auch, glaube ich, sehr frühzeitig unterwegs und das ist ein offenes System, das ist ein Lizenzprodukt von NBCU
Und da hoffe ich auch, dass wir noch weitere Partner finden und das ein Erfolg für den Markt wird. Sie haben Werbewirkungstools, Sie haben für die Programmplanung, für die Werbeplanung gewisse Tools. Und dann gibt es noch die 7-1 Ad Factory, ja, genau, die das Ganze auch tatsächlich zu einem Paket schnürt. Wie genau funktioniert das? Die Ad Factory ist quasi die Kirsche oder die Kirsche auf der Sahnehaube. Ja, wir müssen auf der einen Seite sehen, wir brauchen natürlich Scale. Und wir brauchen in einem gewissen Maß Automatisation, das ist das eine Thema. Auf der anderen Seite brauchen wir aber auch noch eine Manufaktur. Und die Manufaktur brauchen wir genau, wenn es um so Themen geht, wie wenn eine Marke inhaltlich aufgeladen werden will oder wenn eine Marke eben Haltung zeigen will und das mit unseren Programmumfeldern verbinden will. Und da schlägt genau die Brücke die Ad Factory. Wie zum Beispiel jetzt auch, was ich vorher sagte, mit den 15 Minuten von Joko und Klaas, die dann zu 7 Stunden ausgedehnt wurden. Das ist das ein Konzept, das ist dann tatsächlich bei der Ad Factory entwickelt worden, weil die 15 Minuten in Anführungszeichen, die ja 7 Stunden waren, waren ja eigentlich werbefrei. Aber natürlich hatten wir 2 Sponsoren, die über ihre Haltung das Thema unterstützt haben. Und das ist eine völlig neue Herangehensweise auch an Vermarktungsthemen und eine Offenheit für Vermarktungsthemen. Und das braucht es natürlich auch bei allem, was man natürlich auch an Automatisation und Scale braucht auf der anderen Seite. Wie flexibel müssen denn Werbekunden sein, dass sie dann so einen 7-Stunden-Abend mitmachen? Ich glaube, es geht gar nicht so stark um die Flexibilität, es geht vielmehr um die Passung, nämlich passt das Thema zur Haltung der Marke und zur Haltung, was wir im Umfeld bieten, und das hat perfekt gepasst bei Joko und Klaas in 15 Minuten, wo 7 Stunden draus geworden sind. Und da möchte ich mich natürlich insbesondere auch bei unseren Partnern bedanken, die sowas Einmaliges ermöglicht haben, eben eigentlich werbefrei ohne einen Werbeblock so ein Format so lange auszustrahlen. Und das ist Cosmos Direkt und die Deutsche Telekom. Also eine Win-Win-Situation für alle, vor allen Dingen für ProSiebenSat.1. Und für den Zuschauer letztendlich. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Wagner. Ich danke Ihnen sehr.